nicht bewundern könnt. Was? Lasst uns mal eine kleine Abstimmung machen. Welche Theorie haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Oder kennt ihr noch andere? Wie ist eurer Meinung nach der Mond entstanden? Schreibt es mir sehr gerne hier in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Für die Kollisionstheorie sprechen einige Argumente. Zum Beispiel stimmen die geologischen Altersdaten des Mondgesteins mit einem Alter von etwa 4,5 Milliarden Jahren mit der Zeit der vermuteten Kollision perfekt überein. Flacherdler würden nun natürlich einwenden, dass wir ja gar kein Mondgestein untersucht haben, weil die Mondlandungen natürlich nie stattgefunden haben. Weil die nie auf der Erde oder die Chinesen mit der Rollator von der Mama von Jackie Chan noch nie waren die auf dem Mond, weil der Mond, bei dem Mond kannst du nicht landen. Das ist natürlich Unfug, aber glücklicherweise gibt es nun eine super spannende neue Entdeckung, anhand derer wir die Kollisionstheorie direkt hier auf der Erde überprüfen können. Forscher sagen nämlich, dass sie die Überreste von Thea, dem marsgroßen Planeten, der in die Erde crashte, nachgewiesen haben. Wie kommen sie darauf? Das Zauberwort lautet LLVP. Ich weiß, komisches Zauberwort. Das steht für Large Low Shear Velocity Provinces, also große Provinzen mit niedriger Schergeschwindigkeit. Diese LLVPs sind riesige Bereiche im Inneren der Erde, die sich am Übergang zwischen Kern und Mantel befinden. Und sie zeichnen sich durch eine geringere Geschwindigkeit aus, mit der seismische Wellen durch sie hindurchlaufen, im Vergleich zu den umliegenden Materialien. Diese Regionen sind dichter und haben wohl eine andere chemische Zusammensetzung als der Rest des Erdmantels. Stellt euch vor, ihr habt einen leckeren, fluffigen Schokomuffin, wie ich hier zufällig. Seine Dichte ist nicht besonders hoch, denn er besteht ja aus fluffigem Teig. Aber unter der Oberfläche befindet sich an einer Stelle ein großes Areal aus fester Schokolade. Hier ist die Dichte größer und potenzielle seismische Wellen würden sich hier langsamer durch den Muffin ausbreiten. Wir haben es hier mit einer LHCP zu tun, einer Large High Chocolate Province. Wissenschaft kann so einfach sein. Die LLVPs konnte sich bislang niemand so richtig erklären. Eine Theorie besagt, dass sie durch interne Prozesse der Erde entstanden sind, wie etwa Überreste alter tektonischer Platten oder Bereiche mit erhöhter Temperatur. Das hat aber irgendwie niemand so richtig überzeugt. Doch nun haben Forscher des Shanghai Astronomical Observatory in China spektakuläre neue Ergebnisse vorgelegt. Sie sagen, dass die LLVPs, die Schoko-Chunks im terrestrischen Muffin, Stücke von Thea sind. Der beteiligte Forscher Hongping Deng sagt, unsere Ergebnisse stellen die traditionelle Vorstellung in Frage, dass der Rieseneinschlag zur Homogenisierung der frühen Erde führte. Stattdessen scheint der mondbildende Rieseneinschlag der Ursprung der Heterogenität des frühen Erdmantels zu sein und markiert den Ausgangspunkt für die geologische Entwicklung der Erde im Laufe von 4,5 Milliarden Jahren. Die Simulation der chinesischen Forscher legt nahe, dass die Thea-Überreste und das Erdmaterial sich in der frühen Erdgeschichte im oberen Mantel vermischt haben, während der untere Mantel größtenteils aus silikathaltigem Erdmaterial bestehen blieb. Genau diese Schichtung könnte bis heute in Form der LLVPs existieren. Im Prinzip ist das also ein weiteres Puzzleteil, was die Kollisionstheorie noch plausibler macht. Denn dadurch erklärt sie jetzt nicht nur die Entstehung des Mondes, dass der aus Teilen von Thea geformt wurde, war ja relativ anerkannt. Sie erklärt auch die Blobs innerhalb der Erde, da es nun so aussieht, als würden Teile von Thea nicht nur im Mond, sondern auch hier in der Erde stecken. Hier seht ihr die neuartige Computersimulation, die von den Forschern durchgeführt wurde, die perfekt zeigt, wie das Thea-Material sich in der Erde verteilt hat. Wie viel von Thea steckt in uns? Die Forscher rechneten aus, dass etwa 2-3% der Masse der Erde von Thea stammen. Thea lebt also in der Erde fort, und unsere Erde ist gar nicht mehr dieselbe, wie sie vor der Kollision mit Thea war. Sie hat sich entwickelt wie ein Pokémon. Und Thea war das Sonderbonbon oder so. Naja, und genau diese Entwicklung der Erde könnte der Schlüssel für ihre Einzigartigkeit sein. Der Geophysiker Qian Yuan sagt, die Mondbildungskollision könnte einen langanhaltenden Einfluss auf die gesamte Entwicklung der Erde gehabt haben. Deshalb könnte sie ein grundlegender Faktor sein, warum die Erde geologisch anders ist als andere Gesteinsplaneten. Es spricht also viel dafür, dass wir ohne den Zusammenstoß mit Thea jetzt nicht hier stünden. Danke, Thea. Und jetzt wird's richtig mysteriös, denn seit einiger Zeit empfangen Wissenschaftler ein gleichmäßiges, sich wiederholendes Signal aus dem Erdkern. Das könnte auch der Anfang eines Godzilla-Films oder so sein. Aber die wahre Erklärung ist mindestens ebenso spektakulär. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was uns da aus dem Inneren des Planeten anruft. Das Erdmagnetfeld spielt verrückt. Die Sonne nähert sich ihrem solaren Maximum. Und jetzt kommt auch noch ein bizarres Verhalten des Erdkerns dazu. Puh, ganz schön viel los. Aber immer der Reihe nach. Es begann 2019, als chinesische Forscher aus Wuhan, sehr seltsame Werte im Erdkern gemessen haben. Sie stellten fest,
dass es eine Schwankung gibt, die etwa alle 8,5 Jahre auftritt und die man als Wackeln des Kerns bezeichnen könnte oder auf Englisch als Core Wobble. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber asiatische Forscher, die ein seltsames, gleichmäßiges Beben aus dem Erdinneren wahrnehmen, das klingt für mich so, als hätten wir bald ein Rendezvous mit Godzilla. Insgesamt besteht die Erde aus drei Hauptschichten, der Kruste, dem Mantel und dem Kern. Diese Schichten sind unterschiedlich dicht und haben verschiedene chemische und physikalische Eigenschaften, die durch geologische Prozesse wie die Plattentektonik und den Vulkanismus beeinflusst werden. Der Erdkern ist die innerste Schicht, die aus Eisen und Nickel besteht und eine angenehme Temperatur von etwa 5.500 Grad aufweist. Man unterteilt den Kern in zwei Bereiche, den äußeren und den inneren Kern, wobei der äußere Kern etwa 2.300 Kilometer dick und flüssig ist, während der innere Kern fest und einen Durchmesser von nur 1200 Kilometern hat. Diese heiße, dichte Kugel spielt eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung des geomagnetischen Feldes, das uns vor schädlicher Strahlung aus dem Weltraum schützt. Man bezeichnet das als den Geodynamo und ich finde es einfach unglaublich faszinierend, dass das Erdmagnetfeld im Weltraum ein Produkt der Prozesse im Erdinneren ist. Alles hängt irgendwie zusammen. Da könnte man fast spirituell werden. Alles ist eins und wir sind alle Kinder der Natur. Oder so ähnlich. Naja, bisherige Modelle gingen davon aus, dass der Erdkern entlang derselben Achse wie der Erdmantel rotiert, da beide Schichten eine gleichmäßige Dichteverteilung aufweisen sollten. Doch jetzt müssen wir all diese Ideen über das Erdinnere umschmeißen, denn was die chinesischen Forscher entdeckt haben, ist ziemlich revolutionär. Durch die genaue Kartierung winziger Veränderungen in der Rotation der Erde kamen sie zu einer bahnbrechenden Erklärung. Der Erdkern könnte tatsächlich in einem Winkel zum Mantel stehen. Und zwar hat der Erdkern gegenüber dem Mantel eine Neigung von 0,17 Grad. Hao Ding, einer der führenden Wissenschaftler der neuen Forschungsarbeit, erklärt, die Ergebnisse der freien Schwingungen der Erde deuten darauf hin, dass die Dichtestrukturen im Inneren der Erde stark heterogen sind, sodass die Annahme einer gleichmäßigen Dichteverteilung nicht realistisch sein sollte. Die Dichtestrukturen sind also ganz anders, als wir dachten, und das Verhältnis von Erdkern zu Erdmantel muss damit komplett neu geschrieben werden. Und wir erinnern uns, da das Magnetfeld diesem Zusammenspiel entstammt, könnte das auch dafür starke Implikationen haben. Eine der spannendsten Schlussfolgerungen aus der Forschungsarbeit ist die Vermutung, dass der innere Kern der Erde in der nordwestlichen Hemisphäre dichter und schwerer ist als in anderen Regionen. Und genau diese asymmetrische Verteilung von Dichte und Masse könnte erklären, warum der Erdkern alle 8,5 Jahre zu wackeln scheint. Ding sagt, dies impliziert einen differenziellen Rotationswinkel des inneren Kerns von weniger als 1 Grad nach Osten und eine falsche Ausrichtung der Symmetrieachsen der Grenzschicht zwischen unterem Mantelkern und oberem Mantel. Und das hat wirklich krasse Auswirkungen für zahlreiche andere Prozesse auf der Erde. Nehmen wir zum Beispiel mal die Erdachse. Wenn der Erdkern tatsächlich alle 8,5 Jahre wackelt und diese Wackelbewegung mit einer Neigung des Kerns zum Mantel einhergeht, könnte das doch Auswirkungen auf die Stabilität der Erdachse haben. Eine Änderung der Neigung des Erdkerns könnte theoretisch dazu führen, dass sich auch die Neigung der Erdachse im Laufe der Zeit ändert. Die Erdachse bewegt sich innerhalb eines Jahres ohnehin hin und her, nämlich um rund 10 cm. Diesen Effekt nennt man echte Polwanderung. Dass die Erdachse sich ein wenig bewegt, ist also normal. Im Laufe von längeren Zeiträumen wird sie auch von der Anziehung von Mond und Sonne beeinflusst, was man als Präzession bezeichnet. Doch in den letzten Jahren verhielt sich die Erdachse darüber hinaus auch noch super seltsam. Seit Mitte der 90er Jahre veränderte sich ihre Driftbewegung nämlich immens. Sie verschob sich um etwa 10 Grad nach Osten. Die Wissenschaftler waren da bisher ziemlich ratlos, aber vielleicht ist die neue Forschungsarbeit ja das fehlende Puzzlestück. Und die Bewegung der Erdachse ist auf die kuriosen Prozesse im Erdinneren zurückzuführen. Wer weiß. Bei all der Ratlosigkeit muss man wohl sagen, dass das Erdinnere für die Forscher nicht unbedingt, jetzt haltet euch fest, eine Kernkompetenz ist. Und dann wäre da natürlich auch noch die potenzielle Auswirkung auf das Erdmagnetfeld. Wie wir schon wissen, wird das Magnetfeld der Erde hauptsächlich durch den dynamoartigen Prozess im äußeren flüssigen Kern unseres Planeten erzeugt, der von den Bewegungen des flüssigen Metalls angetrieben wird. Und wir wissen auch, dass dieses Magnetfeld von entscheidender Bedeutung für das Leben auf der Erde ist, da es uns vor schädlicher Strahlung aus dem Weltraum schützt und die Atmosphäre vor dem Sonnenwind bewahrt. Wenn der Erdkern alle 8,5 Jahre wackelt und sich dabei möglicherweise sogar die Dichte- oder Masseverteilung im Kern ändert, könnte das offensichtlich Folgen für die Strömungen im flüssigen Kern haben und damit ganz direkt den Dynamo-Prozess und das Erdmagnetfeld beeinflussen. Eine mögliche Auswirkung könnte eine Veränderung der Stärke oder Richtung des Magnetfelds sein.
Wenn sich die Strömungen im flüssigen Kern aufgrund des Wackelns des Erdkerns verändern, könnten sich auch die Eigenschaften des erzeugten Magnetfelds ändern. Und das könnte sich wiederum auf die Navigation von Tieren, den Betrieb von elektronischen Geräten und die Ausbreitung von kosmischer Strahlung auswirken. Darüber hinaus könnte das Wackeln des Erdkerns auch zu einer Instabilität des Magnetfelds führen. Ein unregelmäßiges oder instabiles Magnetfeld würde dann die Auswirkungen von geomagnetischen Stürmen verstärken, die Kommunikations- und Navigationssysteme stören und die empfindlichen elektronischen Geräte an Bord von Satelliten gefährden. Wir bewegen uns hier natürlich noch im Bereich der absoluten Spekulation und man wird jetzt weiter untersuchen müssen, was diese neue Erkenntnis für das Erdmagnetfeld bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass diese neuen Eigenschaften des Erdkerns zumindest eine Rolle spielen beim seltsamen Verhalten des Magnetfelds in den letzten Jahren. Zur Erinnerung, die Wanderung des magnetischen Nordpols hat sich in den letzten Jahren immer weiter verstärkt. Hier seht ihr gerade seine Wanderung der letzten Jahrzehnte. Und das wird von Wissenschaftlern so gedeutet, dass das Magnetfeld fragiler wird und sich einem Polsprung nähert. Über der Südhalbkugel hat sich außerdem eine magnetische Anomalie entwickelt, die sogenannte südatlantische Anomalie, eine Schwachstelle des Magnetfelds, die immer massiver wird. Alles Zeichen, die darauf hindeuten, dass magnetischer Nord- und Südpol sich darauf vorbereiten, ihre Plätze zu tauschen. Und vielleicht ist ein Stück dieses geomagnetischen Puzzles eben auch das rhythmische Wackeln des Erdkerns. Die Erde ist ja schon 4 bis 5 Milliarden Jahre alt. Und in dieser Zeit hat sie sich natürlich verändert. Ich meine, wir alle kennen so die Tücken des Alterns. Bei mir äußert sich das zum Beispiel an grauen Barthaaren. Bei der Erde ist es ein bisschen heftiger, denn hier werden durch den Alterungsprozess ganze Kontinente verschlungen in die Untiefen des Planeten. Stellt sich heraus, dass einige dieser alten Kontinente noch auffindbar sind. Seid ihr bereit für ein weiteres Jules Verne-Abenteuer? Ja. Gut, denn Wissenschaftler haben einen antiken, vergessenen Kontinent gefunden. Der ist dope, der Typ, ich mag den. Hör mir das her. Hey, magst du den? Ja, vielleicht geh ich mal her. Meine Katze ist mein bester Kumpel hier, Mann. Das Leben hinter sich. Wie auch wir Menschen hat sie sich im Laufe der Zeit äußerlich stark verändert. So sah sie beispielsweise vor knapp 200 Millionen Jahren so aus. Damals existierte ein gewaltiger Superkontinent namens Pangea auf der Erde. Pangea war ein gigantisches Puzzle aus Kontinenten, das sich durch die Bewegung der tektonischen Platten allmählich formte. Hier übrigens eine super spannende Karte, bei der jemand die Position der modernen Staaten auf Pangea gelegt bzw. zurückgerechnet hat. Deutschland ist so ein bisschen zusammengequetscht hier oben an der Nordküste des Urkontinents. Doch Pangea war kein Endzustand. Vor etwa 180 Millionen Jahren begann sich der Superkontinent aufzuspalten und aus ihm entstanden zwei Hauptkontinente, Laurasia im Norden und Gondwana im Süden. Gondwana war der größere der beiden Nachfolgekontinente und umfasste die Landmassen, die heute als Südamerika, Afrika, Indien, Antarktis, Australien und Madagaskar bekannt sind. Dieser riesige Superkontinent erstreckte sich über den Südpol und hatte eine wirklich beeindruckende Fläche mit ungefähr 73 Millionen Quadratkilometern. Das sind 28.400 Mal das Saarland, was ja ein internationaler Größenanteil ist. Aber, und jetzt nähern wir uns schon unserem verschollenen Kontinent, auch Gondwana war nicht für die Ewigkeit gebaut. Durch die Plattentektonik brach es nach und nach auseinander und das führte zur Bildung neuer Ozeane und zur Verschiebung der Kontinente in verschiedene Richtungen. Südamerika driftete nach Westen, Indien nach Norden und Antarktika rückte in Richtung Südpol. Dieser Prozess setzte sich über Millionen von Jahren fort und formte nach und nach die heutige Landkarte. Und noch heute sehen wir die Spuren davon deutlich. Schaut euch mal Südamerika und Afrika an. Da muss man kein Plattentektonik-Genie sein, um zu erkennen, dass die wie eine Art Puzzle zusammenpassen. Logisch, sie waren in den Urkontinenten Pangea und Gondwana schließlich auch eins. Außerdem sehen Südamerika und Afrika aus wie ein Tyrannosaurus, wenn man sie zusammenfügt. Ich weiß aber nicht genau, mit welcher geologischen Theorie das zu erklären ist. Aber apropos Dinosaurier, auch über die Verteilung von Fossilien können wir heute nachvollziehen, welche Erdteile damals zusammengehörten und welche nicht. So, und mit diesem Wissen reisen wir jetzt nach Australien. Dort spielt sich nämlich ein geologischer Krimi ab. Vor 155 Millionen Jahren löste sich ein etwa 5000 Kilometer langes Landstück im Westen Australiens ab und driftete davon. Dieses abgetrennte Landstück, das den Namen Argoland erhielt, galt seitdem als vermisst. Da höre ich jetzt aber schon einige Schlauberger unter euch einwenden. Woher will man das denn wissen? War doch keiner dabei, Alter! Ja, aber Geologen sind wie Detektive. Sie suchen nach Spuren des Verbrechens. Und hier haben sie eine richtig heiße Spur gefunden. Der abgetrennte Kontinentalteil hinterließ eine Lücke.
Tief im Ozean existiert ein verborgenes Becken, die Argo-Tiefseeebene. Und Tiefseeebenen befinden sich normalerweise an den Rändern der Kontinente, was darauf hindeutet, dass ein Teil des Kontinents fehlt. Elementar, mein lieber Watson. Aber wohin ist Argoland verschwunden? Den Forschern war klar, dass Argoland irgendwo sein muss. Ein abgebrochener Kontinent kann nicht einfach verschwinden. Doch gefunden hatten wir ihn nie. Und das war wirklich eins der größten Rätsel der Geowissenschaft. Eine Möglichkeit wäre gewesen, dass Argoland unterirdisch abgetaucht ist und sich in den Erdmantel geschoben hat. So geschah es mit anderen verschollenen Kontinenten, wie zum Beispiel Greater Adria, eine Landmasse so groß wie Grönland, die sich wohl unter das heutige Europa geschoben hat. Dadurch verdanken wir Greater Adria Teile unserer schönen Bergformation, wie die Alpen oder die Apennin. Aber der Großteil dieser versunkenen Landmasse liegt in Tiefen von bis zu 1000 Kilometer unter Europa. Also ihr lebt über den Überresten eines verschollenen Kontinents. Das hätte sich Jules Verne auch nicht besser ausdenken können. Aber mit Argoland war die Sache kniffliger. Es konnte weder über noch unter dem Ozean gefunden werden und es gab auch keine Anzeichen dafür, dass es in den Erdmantel getaucht war. Einer der Forscher, die an der Suche nach Argoland beteiligt waren, Douwe van Heensberge, sagt, wenn Kontinente in den Mantel eintauchen und ohne geologische Spuren an der Erdoberfläche verschwinden können, hätten wir kaum eine Vorstellung davon, wie die Erde in vergangenen Zeiten ausgesehen haben könnte. Es wäre fast unmöglich, zuverlässige Rekonstruktionen ehemaliger Superkontinente zu erstellen. Anders gesagt, wenn Argoland es wirklich geschafft hätte, spurlos zu verschwinden, dann würde das bedeuten, dass wir keinen blassen Schimmer davon haben könnten, wie die Erde damals aussah, da es vermutlich im Erdinneren von abgetauchten Kontinenten nur so wimmeln würde. Das wäre natürlich extrem frustrierend, weil wir wissen wollen, wie die Erde sich im Laufe der Epochen verändert hat. Aber die holländischen Forscher waren hartnäckig und gaben die Suche nach Argoland nicht auf. Und den entscheidenden Hinweis gab nun das eben erwähnte Tiefseebecken. Dessen Struktur zeigt, dass dieser Kontinent nach Nordwesten gedriftet sein muss und schließlich genau dort gelandet ist, wo sich heute die Inseln von Südostasien befinden. Aber es gab ein Problem, denn Argoland ist nicht wie andere Landmassen in zwei, vielleicht drei Teile zerbrochen. Nein, es entschied sich dazu, wie eine Vase, die man auf den Boden wirft, in Dutzende Teile zu zersplittern. Oder wie euer Lego-Kunstwerk, an dem ihr tagelang gebaut habt. I meant bring it out here and put it in the kitchen. Oder wie der beteiligte Forscher Eldad Advokat es formuliert, die Situation in Südostasien unterscheidet sich sehr von der in Afrika und Südamerika, wo ein Kontinent sauber in zwei Teile zerbrochen ist. Argoland zersplitterte in viele verschiedene Scherben, das behinderte unseren Blick auf die Reise des Kontinents. Warum ist Argoland so drastisch zersplittert? Es ist wieder wie bei eurem Lego-Kunstwerk. Wenn die Steine nur so halbherzig aufeinander gesteckt wurden, dann bricht es natürlich auch viel schneller auseinander. Und Argoland war wahrscheinlich von Anfang an nie ein einziges Landstück. Stattdessen war es wahrscheinlich ursprünglich ein Zusammenschluss aus mikrokontinentalen Fragmenten, die durch ältere ozeanische Becken voneinander getrennt waren. Die Forscher nennen das Argopelago, eine Wortschöpfung aus Argoland und Archipelago, englisch für Archipel. Schwieriges Wort für mich, da ich mit meinem leicht kölschen Akzent jedes Sch wie ein Sch ausspreche. Archipel, Archipel. Ach egal, ab heute heißt das einfach offiziell Archipel. Was heißt das jetzt also konkret? Es heißt, Argoland existiert immer noch, allerdings in fragmentierter Form. Und diese kleinen zersplitterten Kontinentalfragmente haben sich im Laufe der Zeit etwa zur gleichen Zeit an ihrem heutigen Standort angesammelt und konnten so rekonstruiert werden, wie sie einst miteinander verbunden waren. Und wo genau? Nach den neuen Forschungsergebnissen liegen diese Fragmente heute unter den dichten Dschungeln großer Teile Indonesiens und Myanmars verborgen. Wie ihr hier in dieser Animation seht, reichen Teile von Argoland heute sogar nach Norden in die Himalaya-Region hinein. Also von Australien bis in den Himalaya, das ist mal eine aufregende Reise. Insgesamt kann man also sagen, Argoland war nie weg. Es lag die ganze Zeit vor Australien, es war nur versteckt, weil es in so viele Splitter zersprungen ist. Bleiben wir direkt mal im Pazifik, denn in diesem gewaltigen Ozean verbergen sich noch weitere Geheimnisse. Unter den Wassermassen schlummert noch etwas anderes. Und keine Sorge, es ist nicht Cthulhu wie in einem H.P. Lovecraft-Roman, wobei das auch spannend wäre. Aber wenn Wissenschaftler Cthulhu entdeckt hätten, dann hätten sie wohl nicht mehr zurückkehren und von dieser spannenden Geschichte erzählen können. Und eine geheime Welt mit Tierarten, die wir noch nicht kennen, und auch geologischen Prozessen, die noch weitestgehend ein Rätsel sind. Tatsächlich ist die Tiefsee weniger gut kartiert als die Oberfläche des Planeten Mars. Wir kennen also fremde Welten im Weltall besser als Teile unseres eigenen Planeten. Wahnsinn. Der Ozeanografie-Professor Robert Ballard hat es schön in Worte gefasst.
Die Tiefsee ist das größte Museum der Erde. Sie enthält mehr Geschichte als alle Museen an Land zusammen. Und doch dringen wir es jetzt in sie ein. Und jetzt wird es noch verrückter, denn nun haben Wissenschaftler nicht etwas in der Tiefsee entdeckt, sondern eine Superstruktur unter der Tiefsee. Die Superstruktur, die nun unter dem Pazifik entdeckt wurde, ist größer als der US-Bundesstaat Idaho oder, um es etwas lokalpatriotischer zu formulieren, dreimal größer als Bayern. Allerdings gibt es dort weder Dürndl, Leberkäse noch Weißbier. So gesehen ist mir Bayern lieber. Nichtsdestotrotz ist diese Entdeckung super spannend. Der Name der Struktur ist Melanesisches Grenzplateau und ihre Geschichte reicht Millionen von Jahren zurück bis in die Zeit der Dinosaurier. Wissenschaftler haben in aufwendiger Forschungsarbeit die Puzzlestücke dieses geologischen Rätsels zusammengesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, dass dieses massive Unterwasserplateau durch vier separate Phasen von Vulkanausbrüchen entstanden ist, die jeweils unterschiedliche Ursachen hatten. Eine solche geologische Entwicklung hat man vorher noch niemals entdeckt und die ganze Sache ist wirklich sehr aufsehenerregend, aber immer der Reihe nach. Das melanesische Grenzplateau liegt östlich der Salomon im Pazifik, übrigens ehemalige deutsche Kolonie, und der Meeresboden dort ist übersät mit zahllosen Unterwassergebirgen sowie riesigen Tiefseevulkanen. Diese Unterwasservulkane gelten als Entstehungsorte des Lebens, weil dort durch die Hitze, Energie und aufsteigende Gase die ersten biologischen Strukturen entstanden sein könnten. Ohne Tiefseevulkane könnte ich also jetzt nicht dieses Video für euch produzieren und ihr könntet nicht zuschauen. Grund genug, sich mal zu bedanken. Schreibt doch alle mal Danke Tiefseevulkane in die Kommentare. Ich denke, das ist das Mindeste, was wir tun können. Bisher ging man davon aus, dass Strukturen wie das melanesische Grenzplateau durch einzelne, ziemlich plötzliche Vulkanausbrüche entstehen. Aber, da haben wir uns ziemlich geirrt, wie ein Forscherteam nun herausgefunden hat. Kevin Conrad, einer der Autoren der neuen Forschungsarbeit, sagt, es gibt einige Merkmale im Pazifikbecken, die aussehen wie ein massives Einzelereignis. Manchmal, wenn wir diese Merkmale detailliert untersuchen, stellen wir fest, dass sie tatsächlich über mehrere Phasen hinweg, über zig Millionen Jahre hinweg aufgebaut wurden. Das melanesische Grenzplateau ist tatsächlich in vier Phasen entstanden, wie wir nun wissen. Durch die Untersuchung von Gestein aus verschiedenen Erdphasen, das die Forscher in dieser Region des Pazifiks aus den Tiefen des Ozeans geborgen haben, konnten sie diese Phasen relativ genau datieren. In der Kreidezeit vor etwa 120 Millionen Jahren begann die Bildung des Plateaus mit einem gewaltigen Ausbruch von basaltischer Lava. Das schuf eine riesige Unterwasserfläche, die damals wahrscheinlich nicht über die Meeresoberfläche hinausragte. Und dann ging es erst so richtig los. Vor etwa 45 Millionen Jahren driftete ein Teil des Pazifikbodens über einen Hotspot im Erdmantel, bekannt als der Uruto-Arago-Hotspot. Das führte zur Bildung einer Unterwasserbergkette mit Inseln, die über die Meeresoberfläche ragten. Diese Inseln erodierten dann im Laufe der Zeit. Das melanesische Grenzplateau driftete dann über einen weiteren Hotspot, den Samoa-Hotspot. Dieser Hotspot ist immer noch aktiv und bildet die heutigen samoanischen Inseln. Hier seht ihr einen Ausbruch aus dem Jahre 1905 des Matawano, ein aktiver Vulkan, der durch den Samoa-Hotspot gespeist wird. In den letzten 3 Millionen Jahren haben dann tektonische Bewegungen am Tonga-Graben neue vulkanische Eruptionen auf dem Plateau ausgelöst. Der Tonga-Graben ist eine Tiefseerinne mit einer Tiefe von 10.882 Metern, der es also fast mit dem Marianengraben aufnehmen kann. Wir hatten also vier Phasen, eine vor 120 Millionen Jahren, eine vor 45 Millionen Jahren, eine vor 13 Millionen Jahren und eine vor 3 Millionen Jahren, die allesamt zur Ausbildung des heutigen melanesischen Grenzplateaus im Pazifik geführt haben. Jetzt höre ich aber schon einige von euch sagen, wen interessiert das, wie dieses melanomische Grenzdings entstanden ist, Alter? Die Entdeckung des melanesischen Grenzplateaus und seiner komplexen Entstehungsgeschichte, ja, hat wirklich weitreichende Bedeutung für die Geowissenschaften. Einerseits lernen wir dadurch mehr über die Entwicklung der Erdkruste und des Erdmantels. Und die neue Studie zeigt, dass große Unterwasserstrukturen, die auf den ersten Blick wie Ergebnisse eines einzigen kataklysmischen Ereignisses aussehen, tatsächlich über lange Zeiträume hinweg durch mehrere Vulkanausbrüche aufgebaut werden können. Und diese Erkenntnisse, die können wir dazu nutzen, genauere Modelle für die Bildung von Unterwasserstrukturen zu entwickeln und ihre Auswirkungen auf die Umwelt besser zu verstehen. Und das ist nur der Anfang einer faszinierenden Reise in die Tiefen des Pazifischen Ozeans. Es wird nämlich vermutet, dass es viele ähnliche komplexe Unterwasserstrukturen gibt, die noch darauf warten, erforscht zu werden. Diese neue Erkenntnis ist also ein essentieller Schritt zu einem besseren Verständnis der Tiefsee und ihrer Geheimnisse. Kevin Conrad
Und seine Kollegen von der University of Maryland und der California State University Long Beach werden bald weitere dieser Strukturen suchen. Er sagt, wenn wir mehr Proben nehmen, werden wir noch mehr Komplexität entdecken. Und er schlägt vor, Strukturen wie das melanesische Grenzplateau ozeanische Mittelplatten Überstrukturen zu nennen, um sie von den großen magmatischen Strukturen zu unterscheiden, die nur durch ein einziges riesiges vulkanisches Ereignis entstanden sind. Und letztlich sind diese Entdeckungen über Tiefseegeologie und Tiefseevulkanismus auch immer ein Schritt näher zu der Antwort, wie auf unserem Planeten das Leben entstanden ist. Denn obwohl die These mit den Tiefseevulkanen weitgehend anerkannt ist, weiß niemand, wie dort genau biologische Strukturen entstehen. Trotz all unserer technischen Fortschritte weiß kein Wissenschaftler, wie man aus unbelebten Substanzen Leben erschafft. Mich erinnert das immer an ein schönes Zitat von Arthur Schopenhauer. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Unter uns schlummern also uralte Landschaften, ganze versunkene Kontinente, mysteriöse Signale und es kommt noch dicker. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unsere Erde zusätzlich auch noch ein riesiges Loch hat. Müssen wir also eine neue Erdform-Verschwörungstheorie einführen statt der flachen Erde, die Donut-Erde? Käme mir sehr recht, denn ich liebe Donuts, aber Spaß beiseite. Schauen wir uns mal an, was es mit diesem Loch auf sich hat, wo es genau liegt und wo es hinführt. Sorgfalt und sich Zeit nehmen für das Gute. Gebraut nach benediktinischer Originalrezeptur für besten Geschmack. Benediktiner Weißbier, dem Himmel so nah. Unsere Erde ist ein Schweizer Käse. Naja, zumindest in gravitativer Sicht, sie ist nämlich voller Löcher. Gravitationskäse. Aber was ist überhaupt ein Gravitationsloch? Man bezeichnet sie auch als Gravitationsanomalien. Und im Prinzip handelt es sich um Bereiche, an denen die Gravitationskraft der Erde ungewöhnlich schwach oder stark ist. Das klingt ja schon mal seltsam, denn die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Schwerkraft überall auf dem Planeten gleich ist. Egal, ob ich in Australien hochspringe oder in Mecklenburg-Vorpommern, ich komme überall gleich schnell wieder runter, oder? Nicht wirklich, denn die Gravitationskraft, die auf uns wirkt, wird durch viele Faktoren beeinflusst. Natürlich ist sie nirgendwo so massiv anders, dass Menschen plötzlich wie Luftballons wegschweben würden, was vermutlich sehr witzig aussähe, aber sie unterscheidet sich schon. Sie nimmt zum Beispiel mit zunehmender Entfernung vom Erdmittelpunkt ab. Stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr steht auf dem Mount Everest. Da ihr dann weiter vom Erdmittelpunkt entfernt seid, ist die Gravitationskraft dort etwas schwächer als auf Meereshöhe. In einem tiefen Tal hingegen befindet ihr euch näher am Erdmittelpunkt und daher ist die Gravitationskraft dort etwas stärker als auf dem Mount Everest. Dieser Höhenunterschied führt zu einer spürbaren Variation der Gravitationskraft und damit übrigens auch zu einem unterschiedlichen Einfluss der Gravitation auf die Zeit. Das bedeutet, wenn ich eine Zeitreise machen will, müsste ich nur lang genug auf der Spitze des Mount Everest stehen und dann wieder runterkommen. Genial. Bitte verklagt mich nicht, wenn ihr das versucht und dabei vom Berg abstürzt. Um eine wirklich signifikante Zeitreise durchzuführen, bräuchten wir auch massivere Gravitationsunterschiede. Ein schwarzes Loch würde zum Beispiel genügen. Aber jetzt mal immer der Reihe nach. Die Gravitationskraft, die auf uns wirkt, variiert also je nach Position auf der Erde. Warum? Gravitation ist die Kraft, die zwei Massen anzieht und sie in Richtung eines gemeinsamen Zentrums bewegt. Auf der Erde zieht die Gravitationskraft alle Objekte in Richtung des Erdmittelpunkts. Das ist der Grund, warum wir auf der Erdoberfläche bleiben und nicht in den Weltraum schweben. Also ist es logisch, dass geringere Gravitation auf mich wirkt, je weiter ich mich vom Erdmittelpunkt entferne. Jetzt kommt aber noch ein Faktor dazu. Die Erde ist keine perfekte Kugel. Oh, oh, jetzt höre ich schon die Flacherdler jubeln. Du weißt ja, ich bin Flacherdler. Die Erde ist auf gar keinen Fall ein Globus und alles, was da sozusagen drumherum erzählt wird, ist alles Theater und Humbug. Das bedeutet aber nicht, dass sie flach wäre. Die Erde hat aufgrund ihrer Rotation eine leicht abgeflachte Form, was dazu führt, dass die Gravitationskraft an den Polen etwas stärker ist als am Äquator. Dies ist auf die Zentrifugalkraft zurückzuführen, die durch die Erdrotation erzeugt wird und die Erde an den Polen leicht zusammendrückt und am Äquator leicht aufwölbt. Man bezeichnet die Erde daher auch als Rotationsellipsoid, aber das alleine kann noch nicht erklären, wie es zu asymmetrischen Gravitationslöchern kommen kann. Die Erde ist allerdings auch in ihrem Aufbau nicht perfekt gleichmäßig. Die Zusammensetzung der Erdkruste, des Mantels und des Kerns variiert von Ort zu Ort und diese Unterschiede können auch zu Schwankungen in der Gravitationskraft führen. Zum Beispiel kann eine Region mit einer dickeren Kruste eine stärkere Gravitationskraft aufweisen als eine Region mit einer dünneren Kruste.
Also können wir zusammenfassend mal festhalten, dass Gravitationslöcher Bereiche sind, in denen die Gravitationskraft der Erde von dem abweicht, was wir anhand des planetaren Durchschnitts erwarten würden. Diese Abweichungen können entweder positiv sein, was bedeutet, dass die Gravitationskraft stärker ist als im Durchschnitt, oder negativ, was bedeutet, dass die Gravitationskraft schwächer ist als im Durchschnitt. Und eines der massivsten und rätselhaftesten Gravitationslöcher ist das negative Loch im Indischen Ozean, das als Indian Ocean Geoid Low, kurz IOGL, bezeichnet wird. Dieses Gravitationsloch erstreckt sich über eine Fläche von 3 Millionen Quadratkilometern. Die Gravitationskraft über dem IOGL ist so schwach, dass der Meeresspiegel hier um 106 Meter unter dem globalen Durchschnitt liegt. Unglaublich. Und obwohl Wissenschaftler ja abstrakt schon wissen, wie Gravitationslöcher entstehen, gab es bisher noch keine zufriedenstellende Erklärung für dieses Monstrum. Klar war nur, dass hier eine massive geologische Kraft am Werke sein muss. Bevor wir zur nun gefundenen Erklärung kommen, würden mich mal eure Theorien interessieren. Ohne das Video schon weitergeguckt zu haben, was denkt ihr, wie dieses massive Gravitationsloch entsteht? Was schlummert im Erdinneren, das es verursacht? Schreibt mir eure besten Ideen mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob ihr es herauskriegt. Und eine neue Studie, die im Fachmagazin Geophysical Research Letters veröffentlicht wurde, hat das Rätsel jetzt wohl gelöst. Darin heißt es, die Ursache dieses Geoid-Tiefs war rätselhaft. Es wurden verschiedene Theorien vorgeschlagen, um diese negative Geoid-Anomalie zu erklären. Alle diese Studien betrachteten die Anomalien der Gegenwart und befassten sich nicht damit, wie dieses Geoid-Tief entstanden ist. Für die Antwort müssen wir zurückreisen in eine Zeit vor 200 Millionen Jahren. Damals existierte der Tethys-Ozean zwischen den Superkontinenten Laurasia und Gondwana. Sowohl Indien als auch Afrika waren Teil des Gondwana-Kontinents. Als sich die Kontinentalplatten verschoben und die indische Platte von Gondwana abbrach, begann sie in Richtung des eurasischen Kontinents zu treiben. Auf ihrem Weg passierte die indische Platte die Tethys-Platte, die bereits ein Teil des Tethys-Ozeans war. Dieser Prozess führte dazu, dass die indische Platte die Tethys-Platte subduzierte, also unter sich schob. Wir reden hier natürlich von Prozessen, die sich in sehr langen Zeitskalen abspielten, denn Kontinentalplatten bewegen sich langsamer als ich morgens vor dem 5. Kaffee. Und das ist wirklich langsam. Die subduzierte Tethys-Platte wurde dann immer tiefer in den Erdmantel geschoben. Hier begannen die zersplitterten Überreste des antiken Tethys-Ozeans langsam in den unteren Erdmantel zu sinken. Dieser langsame Abstieg dauerte Millionen von Jahren. Also ihr seht, wenn eine Platte subduziert wird, dann heißt das nicht zwingend, dass sie irgendwann irgendwo anders wieder rauskommt. Sie kann dann tatsächlich tief in die Erde hineingeschoben werden. Aber dort unten existierte schon etwas, nämlich der afrikanische Blob. Und das ist nicht etwa eine afrikanische Sumpffroschspezies oder so, auch wenn ich die KI mal gebeten habe, mir das in einem Bild darzustellen, wie ihr hier gerade seht, sondern es handelt sich um eine dichte Blase kristallisierten Materials im Mantel Afrikas, die etwa die Größe eines Kontinents besitzt und 100-mal höher als der Mount Everest ist. Vor etwa 20 Millionen Jahren führte der Abschied der Tethys-Platte dann dazu, dass Teile dieser Platte das unter dem Indischen Ozean gefangene Magma des afrikanischen Blobs verdrängten. Die Verdrängung des Magmas durch die sinkende Tethys-Platte führte zur Bildung von Aufwärtsströmen von heißer Magma mit niedriger Dichte, die schließlich die Gravitationsanomalie im Indischen Ozean verursacht hat. Diese Aufwärtsströme schwächten nämlich die Gravitationskraft in der Region erheblich und senkten den Meeresspiegel. Ich weiß, diese Prozesse im Erdinneren sind super komplex, deswegen fasse ich es nochmal in ganz einfachen Worten zusammen. Also, eine Erdplatte schob sich in die Tiefen unseres Planeten, schob dort das Magma des afrikanischen Blobs beiseite, wodurch Magma mit niedrigerer Dichte aufsteigen konnte. Dadurch entstand dort eine leere Region mit niedrigerer Dichte und insgesamt weniger Masse. Und das können wir heute noch am Gravitationsloch sehen. Einer der beteiligten Forscher formuliert es so: Was wir sehen, ist, dass heißes, niedrigdichtes Material aus diesem Blob unter Afrika unter dem Indischen Ozean liegt und dieses Geoid-Tief erzeugt. Die meisten der Entdeckungen im Inneren des Planeten sind natürlich geologischer Natur. Aber manchmal finden die Forscher im Inneren der Erde auch wesentlich erschreckendere Dinge. Dinge, die man am besten niemals gefunden hätte und ganz tief dort unten lassen sollte. Genauso ging es einem chinesischen Forscherteam, das ein U-Boot in den Marianengraben geschickt hat. Das ist wirklich eine Story aus Hollywood, aber es ist wirklich passiert. Was die Forscher in den Tiefen des Marianengrabens gefunden und mit hochgenommen haben, wird euch sprachlos machen. Leute, bitte macht euch bereit. Bitte macht es zu eurer Ehre.
Mit einer maximalen Tiefe von knapp 11.000 Metern liegt im Marianengraben die tiefste Stelle der Weltmeere. Der Graben erstreckt sich über eine immense Fläche und wurde nach den Marianeninseln benannt, die in seiner Nähe liegen. In den tiefsten Regionen des Grabens ist der Druck etwa 1.000-mal höher als auf der Oberfläche und die Temperaturen können am Gefrierpunkt liegen. Die Dunkelheit ist an einigen Stellen absolut, da das Sonnenlicht niemals diese abgelegenen Tiefen erreicht. Und verrückterweise ist der Marianengraben trotz dieser Bedingungen das Zuhause von jeder Menge bizarren Lebensformen, die sich da unten pudelwohl fühlen. Und wahrscheinlich denken die sich im Gegenzug, dass wir total bizarre Lebensformen sind, weil wir 11.000 Meter über dem tiefsten Punkt des Meeres leben und dann auch noch außerhalb des Wassers. Wie bizarr kann man bitte sein? Dort unten treffen wir auf Tiere, die sich auf ihre ganz eigene Weise an diese unwirtlichen Bedingungen angepasst haben. Angefangen bei bizarren Tiefseefischen, die mit ihren leuchtenden Organen die Dunkelheit durchbrechen, bis hin zu mikroskopisch kleinen Kreaturen, die in den Sedimenten am Meeresboden leben. Aber wie, bitteschön, können die da überleben? Zum einen gibt es im Marianengraben jede Menge geothermale Aktivität. Dort befinden sich hydrothermale Vents, auch genannt Tiefseevulkane, bei denen heißes Wasser und mineralische Flüssigkeiten aus dem Erdinneren austreten. Diese Tiefseevulkane schaffen einzigartige chemische Umgebungen, die von Organismen besiedelt werden, die auf Chemosynthese angewiesen sind, eine Form der Energiegewinnung, die nicht auf Sonnenlicht basiert. Das hat übrigens auch super spannende Implikationen für die Suche nach außerirdischem Leben. Selbst auf Planeten, deren Stern gar nicht genügend Energie für das Leben spendet, könnten Lebensformen existieren, falls es geothermale Aktivität gibt. Ich habe hier mal mit einem KI-Tool einen solchen Chemosynthese-Alien erstellt. Irgendwie gruselig. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie wir diese Spezies nennen sollen. Ich werfe als Vorschlag mal Exo-Cthulhu in die Runde, weil das irgendwas von H.P. Lovecraft hat. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge. Naja. Wie auch immer, ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nahrungskette. In den Tiefen des Marianengrabens gibt es eine Vielzahl von Nahrungsquellen, die von mikroskopisch kleinen Planktonorganismen bis zu größeren Raubtieren reichen und zu großem Teil von höheren Schichten der Ozeane dort herunterschweben. Dieser Reichtum an Nahrung ermöglicht die Existenz verschiedener Lebensformen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise eben ihre Nahrung beschaffen. Und da ist es kein Wunder, dass wir immer wieder neue Lebensformen in diesen unglaublichen Tiefen finden. Einerseits ist die Artenvielfalt immens hoch, andererseits kommen wir dort eben nicht so einfach hin, sodass dieser Bereich der Tiefsee noch weitestgehend ein Geheimnis für uns ist. Und chinesische Forscher haben nun eine ziemlich spektakuläre Entdeckung gemacht, einen völlig neuen Virus, der in den sedimentären Schichten des Marianengrabens gefunden wurde. Die Geschichte dieser Entdeckung beginnt mit einem Team von Wissenschaftlern der Ocean University of China in Qingdao. Diese Marienvirologen haben sich auf die Erforschung von Viren und deren Wechselwirkungen mit den Organismen in verschiedenen marinen Lebensräumen spezialisiert. Um Viren in solch extremen Tiefen des Ozeans zu isolieren, wandten sie eine besondere Methode namens Induktionsmethode an. Das erlaubt es ihnen, Bakteriophagen, also Viren, die Bakterien infizieren, aus den Sedimenten des Marianengrabens zu isolieren. Diese Sedimente wurden vorher mit speziellen Unterwassersonden entnommen, die extra für die Entnahme von Sedimentproben aus großen Tiefen entwickelt wurden. Und nachdem sie diese Sedimente gründlich untersucht hatten, stand fest, sie haben tatsächlich einen neuartigen Virus gefunden. Ich will nicht schon wieder Lockdown. Diese Bakteriophagen wurden in Sedimentproben aus dem Graben in einer Tiefe von 8.900 Metern gefunden, etwa 260 Meter tiefer als der bisherige Rekordhalter. Man bezeichnet dieses Gebiet als die Hadale Zone, benannt nach dem Gott der Unterwelt Hades. Na, das ist ja toll, ich bin begeistert. Sie haben den neuen Virus auf den einfach zu merkenden Namen VBHMEY H4907 getauft. Falls es wirklich zu einer neuen globalen Pandemie kommt, brauchen wir definitiv einen besseren Namen. Wie wäre es mit Hades-Virus, wegen den hadalen Tiefen? Das lässt sich medial perfekt vermarkten. Neue Hades-Variante entdeckt. Hades-Inzidenz auf Rekordhoch. Okay, hör auf. Dieser Virus infiziert Bakterien aus der Halomonas-Familie, die in verschiedenen extremen Umgebungen, einschließlich des Marianengrabens, vorkommt. In der neuen Studie der chinesischen Forscher heißt es zu diesen Bakterien, Mitglieder der Halomonas-Familie sind für ihre Fähigkeit bekannt, Erdöl-Kohlenwasserstoffe abzubauen, in Umgebungen mit hoher Salzkonzentration und alkalinem pH-Wert zu gedeihen und eine hohe Toleranz gegenüber Verschmutzungen aufzuweisen. Diese Bakterien sind also perfekt an das Leben im Marianengraben angepasst und die neu entdeckten Viren wiederum sind perfekt an die Bakterien angepasst. Und nicht nur haben wir einen neuartigen Virus gefunden, dieser Virus gehört wohl auch zu einer ganz neuen viralen Familie, die man auf den Namen Soviridae getauft hat.
Allein die Tatsache, dass wir immer noch ganz neue Virenfamilien entdecken, zeigt, wie wenig wir über die Untiefen des Marianengrabens und die Flora und Fauna dort wissen. Total irre. Und dieser neue Virus scheint einige sehr spezielle Eigenschaften zu besitzen. Die Forscher sagen, metagenomische Studien zeigen, dass Viren im nadalen Bereich einen lysogenen viralen Ansatz bevorzugen, um sich an die hadale Umgebung anzupassen. Und unsere Studie hat auch gezeigt, dass der temperierte Phage VBHMEY-H4907 im hadalen Bereich häufiger vorkommt, was die Spekulation über eine höhere Häufigkeit temperierter Phagen in der hadalen Umgebung bestätigen könnte. Wenn es euch so geht wie mir, als ich das erste Mal gelesen habe, dann werdet ihr euch jetzt eine wichtige Frage stellen, nämlich, was? Einfach gesagt, die Viren benutzen den lysogenen Ansatz als speziellen Überlebensplan dort unten. Bei diesem Ansatz infizieren die Viren eine Bakterienzelle, aber anstatt sie sofort zu zerstören, fügen sie ihr eigenes genetisches Material in das Bakterium ein. Das Virus wird dann Teil des Bakteriums und die Bakterienzelle lebt weiter und teilt sich. Die Alternative wäre der lytische Ansatz, bei dem Viren eine Bakterienzelle infizieren, sich darin vermehren und die Bakterienzelle zerstören. Der etwas geschicktere und nicht so zerstörerische lysogene Ansatz scheint im Marianengraben die bessere Strategie zu sein. Okay, aber jetzt bleibt ja noch eine Frage. Können diese Viren uns gefährlich werden? Die Antwort lautet sehr wahrscheinlich nein. Im Falle von Phagen, die Bakterien infizieren, ist die Gefahr für den Menschen in der Regel gering, da Bakteriophagen eben Bakterien infizieren und keine Menschen. Ganz im Gegenteil, solche Viren könnten uns sogar helfen. Das Team schreibt, derzeit sind die Isolierung von Bakteriophagen und die Anreicherung von Bakteriophagen-Genbibliotheken eher förderlich für die menschliche Gesundheit. Sie helfen Menschen vor bakteriellen Infektionen zu schützen, insbesondere in der heutigen Zeit des Antibiotika-Einsatzes und der Verbreitung antibiotikaresistenter Bakterien. Bakteriophagen können also in der Medizin zur Behandlung von bakteriellen Infektionen eingesetzt werden. Soweit ist es schon gekommen, dass wir uns jetzt mit den Viren verbünden. Also ihr seht, ein super spannender Fund, der wieder einmal zeigt, wie viele Geheimnisse noch in der Tiefsee schlummern. Das war eine wilde Reise in das Innere unserer Erde und ich bin mir sicher, dass in Zukunft noch viele weitere spektakuläre Funde gemacht werden. Ich werde euch darüber sofort auf dem Laufenden halten, aber das geht natürlich nur, wenn ihr meinem Kanal folgt. Abonnieren ist absolut kostenlos, ihr verpasst nie wieder ein galaktisches Video und helft mir, mein großes Ziel von 300.000 Abonnenten zu knacken. Also alle fleißig den Abo-Knopf hauen und wenn schon geschehen, vergesst nicht die Das war geil, Alter, gebt dir mal einen Applaus, Alter. Das wird ein geiler Podcast, Alter. Und wenn ihr euch noch mehr wissen, weil das ist pure Realität, keine... Danke, Alter. In den USA befindet sich eine der gefährlichsten Erdbebenzonen der Welt, die New Madrid Seismic Zone. Und Geologen sind sehr besorgt, denn ein heftiges Erdbeben, das wirklich massive Zerstörungen bringen könnte, ist überfällig. Alles zu diesem Megabeben und wie die Erdbebensituation in Deutschland aussieht, erfahrt ihr im angezeigten Video. Schaut es euch unbedingt mal an. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen und endlich Sicherheit und Kontrolle für eure Passwörter haben wollt, vergesst nicht auf den Link des Sponsors NordPass zu klicken. Wenn ihr euch NordPass holt, dann unterstützt ihr mich und den Kanal immens. Geil, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das war geil, Alter. Schnecke, eine Liebe, Digga, out. Gerne Urlaub mit deinem Liebe, Digga, out. Aber ungern, Schnecke, Blecki, komm auf. Ja, danke schön. Mach's gut, tschüss.